Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News and More. Jetzt haben wir Let's Play Rise of the Tomb Raider, der Baba Yaga DLC ist da. Ich bin der Goodie und da vorne ist ein Hirsch. Richtig, wir haben ja das letzte Mal die Probleme gehabt, hier Rehe bzw. Hirsche zu finden. Deswegen starten wir hier auch direkt im Pause-Screen, weil ich nicht wollte, dass das Vieh abhaut in der Zeit, wo ich euch begrüße. Jetzt schauen wir mal, dass wir den auch hoffentlich platt machen. Na, jetzt... Ein Schuss direkt ins Herz. Wunderbar. Dann musste das arme Tier auch nicht leiden. Weil wer wir schon Bambi sterben sehen, ne? Und noch einer. Sehr schön, sehr schön. Also die kleine Spielpause hat sich gelohnt gehabt. Mal gucken, ob wir da jetzt auch die Leber rausbekommen. Ja? Und das hier war natürlich nur ein Reh gewesen. Kriegt auch eine Hirschleber raus. Mal gucken wir mal. Ja. Gut, Kupferwerk brauche ich auch nicht großartig, mir eine Karte aufzumachen. Das ist hier vorne. Na, da haben wir zwar schon das rosa Leuchten. Normalerweise gibt es hier auch Gegner in der Nähe oft. Jedenfalls war das so, dass man hier immer Gegner gefunden hat, wenn man die Story durchgespielt hat. Ah, sie duckt sich auch schon. Na, sag ich doch. Sag ich doch. Ah, das war jetzt nicht so. Ja, ich wollte das mit den zwei Pfeilen mal probieren. Oh. War die Granate doch so nah? Dann gehen wir hier mal kurz in Deckung. Gehen wir mal kurz in Deckung. Nehmen wir mal einen Molotow. Na, das krieg ich bis dahin nicht geschmissen, oder? Ja, du wirst eine Granate, ich werfe einen Molotow, ne? So ist sich jeder. Aber hat nichts gebracht. Kopftreffer, 2 Punkte, super. Super Sahne, sage ich nur. So, hier vorne hatten wir auch eine Leiche. Hier liegt auch noch ein junger Mann rum. So früh musste er leider schon von uns gehen. Ah, ist doch noch zu looten. Nichts von Interesse hier weiter. Gucken wir mal, ob ich überhaupt da lang muss jetzt nochmal. Ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet, genau. Da in dem Gebäude. Da muss ich aber trotzdem von da nach da oder so. Oder kann ich da rein? Hm, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ah, hier lang. Eindeutig. Was war denn da geleuchtet? Achso, nur Öl. Da war nur Öl. Ein bisschen Medizin brauchen wir noch nicht mal. Munition und die andere Munition. Und die Kiste. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Oh. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Na, wo ist der zweite? Ach, Mist, vorbei. Na komm, 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 komm.
begebe mich in Position. Wer begibt sich hier in Position? Ich bin hier in Position, mein Junge. Nur ich und nicht du. Wo bist du, du Bitch? Irgendwo da oben, ne? Ich weiß es nicht. Ah. Aber da die Stimmen von oben kamen, gehe ich auf... Oh, oh, es schießt, es schießt, es schießt. Finde ich gerade voll kacke. Wo waren die Sau? Ach, unten, doch. Doch, unten. Die kleinen Wichser, hä? Oh, mal kurz hier verbinden. Ups, ich wollte darüber springen eigentlich. Das war der Plan. Ach ja, B drücken, wenn ich lande, ne? Dann rolle ich mich ab. Wo weg hier? Irgendwo wieder. Ah, haben wir schon. Welches Herr umfasse dich im Tal? Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, Leute. Es gibt einen Erfolg für Kehre zu Nadja zurück oder begleite sie bla blub, bevor du wieder zurück ins gottlose Tal gehst. Jetzt weiß ich nicht natürlich, ob das hier gemeint ist. An dieser Stelle jetzt, weil ich wüsste ja gar nicht, wo Nadja ist. Die hat sich ja irgendwo versteckt. Ich soll jetzt zurückkehren ins gottlose Tal. Das war wo auch immer, keine Ahnung. Über einen Schnellreisepunkt etwa? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Schaut mal ganz kurz, damit ihr mal wisst, was ich meine. Ich hoffe, das reißt euch jetzt nicht raus. Wenn euch das gerade voll auf den Sack geht, dann sagt das ruhig, ne? Dafür sind die Kommentare auch da. Also gar kein Thema. Aber ihr wisst ja selber, ich bin immer so ein kleiner Achievement-Junkie und ich denke mal, vielleicht einige von euch auch, aber es reißt so ein bisschen aus dem Spielgeschehen raus. Da war doof. Mache ich, glaube ich, nicht normal. Habe ich jetzt gerade alleine irgendwie kapiert. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir drin. Jetzt gucken wir mal. Ausdauer. Hier, sprechen Sie mit Nadja, bevor Sie das gottlose Tal verlassen. Okay. Nee, dann können wir ruhig, glaube ich, hier über Schnellreisepunkt zurück ins gottlose Tal. Sorry, wie gesagt, für das Rausreißen aus dem Storylauf. Das tut mir leid, mache ich echt nicht normal. Das war eine ganz doofe, blöde Idee. Sage ich jetzt mal so. So, Schnellreise. So. Ich weiß gar nicht, da käme ich auch zu Fuß durch diese Höhle hin, ne? Aber ist ja albern, wenn wir hier das Basislager haben. Also machen wir Schnellreise darüber. Und schauen mal. Jetzt werde ich mal ganz kurz mir einen Schluck Kaffee hier genehmigen. Ja, so haben Ladescreen auch ihre Vorteile. Kaffee für Goodie. Und noch besser natürlich mit dem Schreibtischstuhl voll gegen das Mikro gefahren. Bombe gemacht. Aber getroffen. Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Ah! Ach, ich sauf jetzt das Zeug, damit ich hier nicht wieder diese Albträume bekomme. Alles klar? Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus. Aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater. Falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir.
War cool. Es sieht alles, ja, nicht normal, aber besser. Na klar. Ach, letztes Mal, als ich dachte, die... Ey, geil. Das gefällt mir. Haben sie cool gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das war die Sackgasse. Oh, da liegt ein Dokument rum. Das kann nicht derselbe Ort sein. Ich hatte mich hier verirrt. Das ist Trinity. Alles ist falsch. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Die Augen... Stopp! Stillhalt! Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Hat er sich doch nicht die Augen ausgestochen, oder? Aber ich denke mal, er hat ansonsten wirklich... Ausrüstung. Muss ich letztes Mal glatt übersehen haben. Ach, hier sollte ich sowieso lang. Aber da ist noch was. Vielleicht sind sie noch am Leben. Da war noch was zum Aufheben da hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fundstück ist, ja, ne? Hätte fast erwartet, dass er noch hier ist. Als die Schuld, in dem Gulag zu arbeiten, zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gästen, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr nach. Ach, das ist eine Family. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort... Der Gulag zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen und dafür habe ich sie geliebt. Ach so, jetzt verstehe ich die Familienzusammenhänge. Okay. Und 8 von 28 Sammelobjekten. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Es läuft ja aber auch für dieses Gegengift kein Timer. Also habe ich da jetzt irgendwie nicht so die Angst davor. Und hier durch diesen kleinen Spalt sollen wir durch. Das... Nadia, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Vision nicht real war, ist dieser Ort gefährlich. So, da haben wir hier ein Überlebensversteck gefunden. Und wovon ich auch noch ausgehe, dass ich das Ding da hinten runterschießen muss. Für eine Herausforderung, schätze ich mal. Ja, schießen sie alle Hängelaternen der Hexe ab. Ah, eine von 10. Da oben ist noch eine, sehe ich schon. Aber das war auch mit dem roten Leuchten doch recht gut zu erkennen, sage ich mal. Jetzt bin ich also hier im gottlosen Tal. Ui. Ach, das sind die Wölfe, mit denen ich gekämpft habe, oder? Letztes Mal. Und hier ist auch noch eine Aufzeichnung. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war. Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte. Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort.
Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben und sie brachten Serafima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen. Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten. Aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. Ah, okay. Ich sage immer, okay, ne? Aber was will man da auch sagen, jetzt mal ganz ehrlich? So, kann ich hier immer die ganzen Wölfe looten? Nur Wölfe. Verdammt. Na, wo ich gedacht habe, das sind irgendwelche Geister, sonst was Dinger, ne? Lag hier nicht noch mehr rum? Und was ist das hier? Aber ganz schön großes Ding zum Einreißen. Ach, damit ich wieder hochklettern kann. Damit ich da wieder hochklettern kann und hier. Öl auf dem Boden. So viel zum Feuerzauber. Ach, da ist noch eine Laterne. Ha, geil. Sehr gut. Schön gesehen, Goodie. Aber wie gesagt, mit dem roten Leuchten sind die auch nicht schwer auszumachen, ne? Das ist die nächste. So, und hier werden wir jetzt wahrscheinlich auch eine Wand frei. Ja, na klar, dahinter ist eine Kletterwand. Noch eine. Wenn ich diese Plattformen bewegen könnte. Was ist das denn da? Das ist dieses Geweih? Seht ihr das? Da kann ich nicht drauf schießen oder so, oder? Nee. Ich bin jetzt auf der ersten Ruine. Das sieht nicht wie ein Schrein aus. Das ist eine Art Apparatur. Ich sehe Seile und Holzzahnräder. Die Gründer haben im Tal Aufzüge gebaut, um Menschen oder Vorräte zwischen den Gipfeln zu transportieren. Aber sie sind alle kaputt. Das muss einer davon sein. Versuche ganz nach oben zu kommen. Ich komme gleich nach. Ich bin jetzt in der Schlucht. Ich sage Bescheid, sobald ich da bin. Okay, Nadja. Ich müsste ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ja, Mädel, auf solche Ideen wäre ich bestimmt auch ganz alleine gekommen, ne? Hoffe ich doch mal. Aber gucken wir mal, was das für eine Nachricht ist. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin, eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Cool. Dieses nochmal, dieses zweite Hören zu nochmal. Fand ich klasse. Fand ich gut. War dramaturgisch. Ich müsste ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ah, da hinten ist auch weiter ein Sammelobjekt da oben, was gerade geleuchtet hat. Hier komme ich hoch. Hier kann ich runterspringen. Möchte ich das? Ich müsste ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ja, Lara, nicht immer denselben Schund labern, ne? Mausi, halt auch mal zwischendurch die Klappe. Ist ja nicht so schwer, ne? Ich überlege gerade, was er überhaupt von mir will. Da ist eine Rolle, da ist eine Rolle, hier sind zwei Plattformen, da ist noch eine bewegliche Plattform, da ist noch eine Rolle und hinter mir ist eine Rolle und... Ich müsste an Seil an Ja. Mädel. Und dann? Und dann? Ah ja, hier kann ich drehen. Hier kann ich drehen. Etwa so? Das glaube ich nicht, oder? Gucken wir mal. Ach nee, ich wollte eigentlich, war ich zu weit weg, dass sie hier, dass er reinsteckt. Ja, seht ihr? Genau das meinte ich. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich drehe. Das kann ich leider ja sowieso nicht sehen, was da hinter mir passiert. Ist ein bisschen doof hier gerade. Wie wir sehen, passiert nichts.
Aber wisst ihr was? Das Rätsel lösen wir einfach in der nächsten Folge. Und zwar ganz aus dem Grund, wir haben die Zeit voll. Wir werden hier noch irgendwas irgendwie miteinander verbinden müssen. Ach, das ist passiert. Seht mal. Da war also doch was passiert. Das wiederum könnte bedeuten, dass wir da dran drehen an dem Ding. Der weit genug runterkommt, dass wir drauf springen können. Wenn wir dann oben sind, können wir von da nach da springen. Ne? Also nach da, nach da. Man kann so schlecht zeigen im Let's Play. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und wenn nicht, macht das auch nichts, weil das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, weil wenn dem so war, dann könnt ihr auf jeden Fall dem Goodie einen Daumen hoch da lassen. Das ist immer eine super sahne Geschichte. Ansonsten denkt auch dran, teilt das Video, damit auch eure Freunde was davon haben. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.